Und da ist auch die nächste Runde. Bada bing! B. B. Ja, weiß ich gar nicht. Es könnte auch Ironie gewesen sein. Scheiße, ich lass mich mehr wieder an die Serie streiten. Jetzt einfach hin, wie ich denke, dass die Serie so heißt. Ich bin mit B. Hm? Ich bin mit B. Wie viel willst du haben? Komm schon gleich auch noch. Ich tue mal nicht so. Schluss habe ich heute nie. Nicht so los habe ich schon. Das ist noch völlig ohne Verstehen und nicht mehr so. Ich hoffe, das ist nicht so beschrieben.
Film und YouTuber fehlt mir. Ja, die Zeit ist um. Mehr für unsere Struktur nicht. Danke. Okay. Guckt mich so an, also darf ich jetzt vorlesen. Stadt hat Big Mac quasi Bremen genommen. Jan auch. Zoe nimmt Bergisch Gladbach. Ich nehm Bulai. Mich wundert, dass keiner Berlin genommen hat. Ja, hat mich jetzt gerade auch gewundert. Ja. Ich dachte eher. Na, ist egal. Deswegen habe ich Bremen. Big Mac Wahl nimmt Bulgarien. Jan nimmt Belgien. Zoe Bulgarien. Ich nehme Belgien. Plus Bodensee. Ich nehme die Bossa. Das kenne ich nicht, aber Bodensee. Big McWahl ist bis einer Schlange als Todesart sehr genehm. Der Bügelunfall, den hat der Jan vor sich genommen. Bügelunfall. Und den Brand. Und ich habe den Boxunfall gewählt. Big McWahl hat den Film Barfuß ausgewählt. Bodyproof hat Jan Patrick Wilhelm. Ich hab Bad Boys genommen. Zoe nicht. Sie hätte Bad Boys 2 und 3 nehmen können. Und Bad Boys Forever. Baywatch. Genau, Bad Boys Forever gibt's auch. Den habe ich noch nicht gesehen. Baywatch. Ist ja. Big Mac hat einen Beruf. Er ist Bienenzüchter. Und Blindenschriftlehrer macht der Jan. Zoe ist eine Biologin und ich habe den Boxer. Hobby ist bei Big Mac Wahl Billard spielen. Bei Jan Bouldern. Zoe ist ein Ballspielerin und ich bastel gerne. Sportart bei Big Mac Wahl, das will ich gerne mal sehen, ist Bogenschießen. Jan macht Lingenfußball. Zoe ist eine Bobfahrerin. Und ich nehme auch das Billard. Die Serie Bones. Jan hat Berlin Station oder Berlin Station, was auch immer es ist. Ja, Berlin Zoe Station, Bob, genau. Bob, der Baumeister. Zoe ist ja süß. Und ich nehme die Kinder vom Bullabü. Big Mac nimmt das, was ich zuerst nehmen wollte, was ich aber nicht genommen habe, sondern ich habe den Bad Bunny genommen. Ja, ich dachte mir auch so, nein, das kannst du nicht machen und hab die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ja, ich hab immer Blind Team. Nee, du hast doch Blind Team. Soll ich jetzt Blind Team nehmen oder nicht? Ich hab's nicht gemacht. Das wäre mir zu einfach gewesen. Das ist mir auch zu mir. Das gibt's wohl nicht. Du weißt doch, dreist siegt. Ja, ich verliere schon die Punkte. Ist okay, Zoe guckt mich an. Jack Tango, 95 mehr. 490. Zoe, 75 Punkte plus. 400. Big McWahl, 80 plus. 290. 70 plus Jan, geht 265. Aber weißt du, sowas fällt einem erst im Nachhinein. Was ist das für ein Befehl? Und dann sitzt du da nicht so. Boah, wenn ich obwohl es gut nehmen können. Also, kenn ich nicht. Aber Baywatch. Nee, ich wollte erst Big Mamas Haus, wollte ich erst. Ja, oh ja. Das ist jetzt. Ach du Scheiße, ja. Ja, Serie. Breaking Bad zum Beispiel. Ja, eben. Oder die Biberbrüder. Genau, also wir wollen mal festhalten, die Biberbrüder, da. Das scheint schon, das musst du dir auffallen. Die Biberbrüder, mit was fängt es an? Ja, gut, aber hey, Jack hat das auch so gemacht. Jack hat Bullabü nur geschrieben, ja? Eigentlich heißt es die Kinder von Bullabü. Also, jetzt ist mal im gut Original hier. Im Original ist nur, glaube ich, Bullabü. Wollte bei Dingsbus schreiben, wie bei Todesursache Kampagne Jump. Ja, das wäre auch gewesen. Wäre auch gegangen, rein theoretisch. Ich wollte erst Botox-Vergiftung nehmen. Botox-Vergiftung? Ja. Dann sieht man ja aus wie Kassel Witz, dann lassen wir das. Was tut denn die Mutsch über noch nicht weh?
Bibis Beauty Palace. So. Ach ja, scheiße. Scheiße. An sowas ekelhaftes denke ich gar nicht. Sowas kommt dann im Nachhinein ein. Leute, bevor wir uns weiter machen. Oder Blind Tech Jacko. Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Nächste Runde.